herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Susanne Müller, ich bin Diplompsychologin und habe schwerpunktmäßig in meiner Praxis Therapiehunde. Die tiergestützte Therapie ist in der Psychologie ein Thema, was immer mehr und mehr seit einigen Jahren Einzug hält. Die tiergestützte Therapie ist nicht nur effektiv für Kinder, sondern auch bei Erwachsenen in Lebenskrisen. Beginnen wir einfach mal darüber zu sprechen, wie tiergestützte Therapie überhaupt ausschaut. Das können sich die wenigsten erklären. Tiergestützte Therapie ist eine Verbindung zwischen dem Mensch und dem Tier, eine Interaktion, die helfen soll, ein gewisses Thema zu bearbeiten. Bei Kindern können das besondere Beschwerdebilder sein wie Dyskalkulie oder vielleicht auch Bindungsstörungen. Wir können lerneffektiv arbeiten, wir können aber auch helfen bei entwicklungspsychologischen Themen, also wenn Kinder zum Beispiel nicht gelernt haben, gesunde Bindungen aufzubauen. Die tiergestützte Therapie ist immer ein Agreement zwischen dem Menschen und dem Tier. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass das Tier in jeder Stunde auch aktiv Einfluss nimmt. Ich habe jetzt 3 Therapiehunde. Und manchmal sind alle 3 anwesend und manchmal ist auch nur ein Hund anwesend. Oft ist es so, gerade bei Kindern, die wollen natürlich mit allen 3 Hunden spielen. Und da geht es dann auch so ein bisschen um die Struktur. Wenn wir zum Beispiel Tricks machen, die Therapiehunde können würfeln, rechnen. Sie können also kleine Strategiespiele lösen. Und hier gilt es wirklich zu strukturieren, welcher Hund ist dran. Wer darf jetzt das Strategiespiel lösen oder wer darf jetzt würfeln, wer wird danach belohnt. Die Kinder lernen hier eine Bindung zum Tier aufzubauen und auch sich besser zu konzentrieren. Denn nur wenn ein Kind wirklich gut mit dem Tier kommunizieren kann, wird das Tier auch die Anweisungen umsetzen. Ansonsten wird es recht chaotisch. Und ansonsten wird man merken, dass weder das Tier weiß, was es vom Kind will, noch weiß, dass das Kind, was es dem Tier für Aufgaben geben soll. Ganz oft ist es so, dass die Eltern das Gefühl haben, in der Therapie wird nur gespielt. Das ist natürlich nicht der Fall. Wenn ich mit Therapiehunden arbeite, dann ist es tatsächlich so, dass wir während der Therapiestunde über einige Themen sprechen. Also wir spielen Spiele oder wir bürsten das Tier, wir streicheln das Tier und währenddessen werden einzelne Themen angesprochen auf kindlicher Ebene und auf Altersebene und somit kann ich Informationen während der Therapiestunde über das Kind herausfinden. Es ist aber auch eben so, dass das Tier ja mit dem, oder besser gesagt in dem Fall der Hund, mit dem Kind interagiert und der Therapeut kann sehen, welche Signale der Hund sendet. Also in der Interaktion zwischen dem Kind und dem Tier kann man sehen, was eigentlich los ist. Also wird die Bindung gesund aufgebaut, nicht nimmt das Tier Abstand oder wird das Tier distanzlos. Man kann sehr, sehr viele Optionen daraus schöpfen. Und wenn ich jetzt an meinen ältesten Hund denke, der Charlie, der wird auch liebevoll der Herr Professor hier genannt, der hat halt eine besondere Gabe, die Emotionen lesen zu können und auch anzeigen zu können. Das heißt, gerade in der Erwachsenentherapie ist er sehr effektiv, er legt sich hin und immer dann, wenn ein Patient über ein Thema spricht und das Thema den Patienten sehr stark berührt, steht er auf, geht hin und lässt sich streicheln und stupst ihn an, um letztendlich auch zu zeigen, ich habe verstanden, dass das ein Thema ist und die Patienten beginnen dann häufig auch diese Emotionen auszuleben, also zu weinen oder verärgert zu sein. Bei Wut ist es nochmal eine ganz andere Sache. Wut, da hält das Tier in der Regel Abstand, das ist nicht so günstig für das Tier. Und bei Ängsten ist es halt so, dass die Hunde ja versuchen, so ein bisschen Abstand einzuhalten. Besonders bei meiner zweiten Hündin, die Lilly, kommt aus dem Tierschutz aus Ungarn. Sie ist ein Golden Retriever Mix. Ich habe im Übrigen 3 Golden Retriever, das könnt ihr euch auf meiner Website anschauen. Die Lilly ist bei uns hier die Traumaspezialistin, also sie nähert sich in der Regel nur Menschen, die traumatisiert sind, weil diese Sprache kennt sie, das betrifft sie selber. Das heißt, die ganze Unruhe, die Körperstruktur, wie der Patient einfach sich bewegt und wie er spricht, das kennt sie einfach, das kann sie lesen. Und da hat sie weniger Berührungspunkte
was das Thema Angst anbelangt, sondern da kann sie sich öffnen. Und auch die Art, wie Lilly mit den Patienten umgeht, sie ist sehr feinfühlig, sie ist sehr filigran, sie ist, auch wenn sie ein Leckerchen nimmt, sie ist sehr, sehr vorsichtig und daher eben auch bei den Kindern sehr beliebt. Aber Lilly hat ein kleines Problem mit Kindern, weil sie in ihrer Zeit von Kindern nicht gut behandelt wurde. Und deswegen ist es immer schwierig, die Lilly in der tiergestützten Therapie bei Kindern einzusetzen. Aber das macht sie die letzten 3-4 Jahre sehr, sehr gut. Und wenn ihr einfach mal sehen wollt, wie so eine tiergestützte Therapie bei uns ausschaut, dann könnt ihr auf unseren TikTok-Kanal gehen. Da haben wir einzelne Ausschnitte bereitgestellt, dass ihr seht, wie zum Beispiel das Würfeln aussieht. Da ist der Herr Professor noch nicht ganz perfekt, das können die anderen Hunde besser. Aber was einfach so in einer Therapiestunde geschieht, kann man da in Kürze nachvollziehen. Ich habe Patienten oder kleine Patienten in meiner Praxis, die mit Konzentrationsstörungen kommen, mit ADHS, wobei nicht jedes Kind ADHS hat. Also es kann auch eine Verhaltensstörung sein. Es muss nicht immer gleich eine Dysfunktion oder eine Hirnstoffwechselstörung sein im Sinne von der Hyperaktivitätsstörung. Manchmal ist es einfach ein erlernter Zustand, der unter anderem was mit der Familienstruktur zu tun hat. Da kommt halt mein zweiter Hauptschwerpunkt. Ich bin halt Familientherapeutin. Ich schaue mir das Familiensystem sehr gerne an. Ich gucke, in welcher Position steht das Kind, wie sind die Eltern mit dem Kind verbunden. Und hier kann es schon mal passieren, dass ich den ein oder anderen Hausbesuch auch machen muss, um mir das anzuschauen. Dann haben wir Kinder, die eben Bindungsstörungen haben. Das habe ich schon erklärt, was Bindungsstörungen sind. Ich habe noch einen zweiten Kanal, das ist der Kanal Psychologische Meinung. Da könnt ihr einmal drauf schauen. Auf diesem Kanal habe ich viele psychologische Themen schon online gestellt. Das ist allerdings wie in einem Podcast-Format, weil die Produktion da einfach nicht so aufwendig ist. Und da arbeiten wir aber noch ein bisschen an der Mikroeinstellung. Das können wir noch nicht so lassen. Aber wenn euch das schon interessiert, könnt ihr mal drauf schauen. Dann haben wir Kinder, die extreme Ängste haben, auch Ängste vor Tieren. Und wir haben natürlich auch Kinder, wo nachgefragt wird wegen autistischen Zügen. Die sind in der tiergestützten Therapie mit meinen Therapiehunden leider nicht zu behandeln. Ich weiß, dass es Hunde gibt, die mit autistischen Kindern arbeiten können. Also meine Hunde verweigern diesen Kontakt, wahrscheinlich, weil sie nicht lesen können. Jeder Therapiehund bietet eine Fähigkeit an oder mehrere Fähigkeiten. Also während zum Beispiel der Junior, also der dritte im Bunde hier, über den es auch die Kinderbücher gibt, Geschichten aus dem Shawneeland, Shawnee hat eine Eigenschaft, einfach alle zum Lachen zu bringen. Er ist der Clown hier. Also während Lilly die Traumaspezialistin ist und der Charlie der Herr Professor, ist Shawnee der Clown. Also er hat einfach eine Eigenschaft, alle zum Lachen zu bringen, gute Laune zu verbreiten. Und er ist immer motiviert. Und wenn man mit Sean zusammenarbeitet, also wie Sean das Schaf, wenn man mit Sean zusammenarbeitet, dann sind die Kinder immer Feuer und Flamme, weil der macht einfach alles mit. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, was die Grenzen des Hundes anbelangt. Ansonsten muss ich wirklich sagen, ist die Arbeit mit den Therapiehunden immer eine wahre Freude. Nur wir können die Therapiehunde nicht 8 Stunden pro Tag einsetzen. Das geht halt nicht. Ich habe in meiner Praxis einmal die Woche Termine und habe einmal die Woche in meiner Praxis Online-Beratungen, wo ich auch eine Art von Bereitschaftsdienst mache. Und ich habe dreimal die Woche Klinikdienste, wo ich vor Ort unterstütze. Und es ist halt ein sehr vielfältiges, ein vielfältiger Arbeitsbereich, in dem wir arbeiten können in der Psychologie. Aber worum es mir hier hauptsächlich geht, ist, dass ich bewusst diese tiergestützte Therapie nur einmal pro Woche anbiete. Also wir gehen manchmal noch auf den zweiten Tag über, weil man Hunde einfach nicht so oft einsetzen kann. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich die 3 Hunde einfach wechseln kann in den einzelnen Sitzungen. Ansonsten müsste man sagen, dass der Hund, weiß ich nicht, 3-mal die Woche 2 Stunden eigentlich nur einsetzbar ist. Es wird aber eigentlich viel häufiger gemacht. Es gibt dafür eine Empfehlung. Meine Hunde sind in der Regel, wenn es Leckerlis gibt, immer motiviert. Das heißt, also wir arbeiten tatsächlich im Belohnungssystem Leckerli. Die werden am Ende wieder abgezogen von der Abendration des Essens. Also wir schauen, dass es sich wunderbar ausgleicht. Und es ist so, dass wir eine besondere
Art und Weise haben, mit den Kindern zu arbeiten. Einmal die Begrüßung, also das Hereinkommen. Manchmal räumt der Charlie die Schuhe auf. Das macht er jetzt in seinem Alter nicht mehr so oft. Das hat er früher ganz oft gemacht, dass die Kinder sich hingesetzt haben, die Schuhe ausgezogen haben. Der Charlie hat sie aufgeräumt. Dann gehen wir erstmal in den Therapieraum. Also das ist hier dieser Bereich. Die Kinder können, hinter mir ist ein Körbchen, können sich mit den Hunden ins Körbchen legen. Es ist also genau so ausgelegt, dass wir hier auch eine Kuschelzeit verbringen. Das Kind entscheidet, was es letztendlich braucht. Wir besprechen mit den Eltern am Anfang, manchmal auch schon davor am Telefon, was wichtig ist. Und am Ende der Therapiestunde, wenn die Kinder sich mit den Hunden noch beschäftigen, wird das Elterngespräch geführt. Also wir haben immer so ungefähr 1,5 Stunden, die wir hier verbrauchen. Kinder kommen zur tiergestützten Therapie in der Regel alle 2 Wochen. Bei Erwachsenen ist das ein bisschen anders, da wir bei den Erwachsenen mit Ängsten und Lebenskrisen arbeiten und vielleicht auch mit Bindungsstörungen, die sich schon im Alter dann manifestiert haben, mit anderen Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen, ist es so, dass ich immer schauen muss. Also es kann sein, dass alle 3 Hunde einfach nur anwesend sind während der Therapie. Es ist aber manchmal auch so, dass ein Hund sich auf den Schoß eines Patienten setzt. Ich weiß, es sind Golden Retriever, aber tatsächlich, es gibt Hunde, die machen das, wie zum Beispiel unser Junior. Oder sich daneben auf den Sessel setzen, das gibt es auch. Das könnt ihr auch nochmal auf meiner Website anschauen, da haben wir einige Beispielbilder drin. Und auch da gilt es, ein erstmal reinkommen, Hallo sagen und während der Therapie anwesend sein oder eine Strategie haben, wie man arbeitet. Gucken, wann sind die Grenzen des Tieres erreicht, wann ist die Sitzung beendet, wann kann das Tier nicht eingesetzt werden. Also es sollte halt immer gesund sein und wollen. Eine Therapie sollte nie ein Zwang sein, auch nicht fürs Kind. Bei den Erwachsenen ist es am Ende so, dass sie sich automatisch verabschieden. Erwachsene sind immer nett, die sagen dann immer Tschüss, auch zu den Hunden. Und bei den Kindern gibt es am Ende immer noch mal das Wort Pfoti, also bayerisch, nicht Pfote, so wie wir das kennen. Also auf Pfote reagieren meine Hunde nicht, sondern nur auf Pfoti. Und dann ist auch die Sitzung schon beendet. Und normalerweise ist es so, dass ich die Hunde dann rausnehme in einem extra Raum, während sich die Patienten von den Haaren befreien können. Denn Golden Retriever haben doch schon sehr, sehr viele Haare, die sie bei dem Patienten hinterlassen. Ansonsten ist es so, dass wir am Beginn der nächsten Stunde einfach mal schauen, wo wir schon stehen. Wie schon erklärt, die Hunde reagieren bei der Erwachsenentherapie sehr intensiv auf die Emotionen. Sie reagieren vor allem auch sehr auf die Umstände dessen, wie wir sprechen, ob es ein aufgeregter Zustand ist, ein trauriger Zustand. Also der Charlie zum Beispiel kann alles sehr gut anzeigen und wir haben im weiteren Verlauf dann möglicherweise auch noch über das Berühren des Hundes oder vielleicht sogar über das Pfötchen geben, die Interaktion nochmal zu verstärken zwischen dem Erwachsenen und dem Tier. Bei Lilly ist es immer so, Lilly mag Erwachsene total gerne, auch wenn sie ängstlich ist. Sie kommt dann immer so ganz von der Seite an und stupst und versucht dann denjenigen auch so ein bisschen aus seiner Emotion und aus seiner doch Lethargie herauszuholen und zu sagen, hey komm, ist alles nicht so schlimm. Ja, das war's. Das war mein erstes mutiges Video. Bisher war es nur der Podcast-Format, den ich für meine Klienten und Patienten ins Leben gerufen habe, damit ich nicht immer alles doppelt und dreifach erklären muss.